Die Angeklagte Lucy Krüger soll ihren Onkel getötet haben. Die 22-Jährige kümmert sich seit einem schweren Unfall aufopferungsvoll um ihre pflegebedürftige Mutter. Doch das Geld der jungen Verkäuferin reicht hinten und vorne nicht. Deshalb hat sie sich an ihren Onkel gewandt, der sich als gefeierter Kunstmaler nicht nur einen Namen gemacht, sondern es auch zu einem beachtlichen Vermögen gebracht hat. Der lehnte es rundweg ab, die anfallenden Kosten zu übernehmen. Hat Lucy ihren Onkel erstochen, weil sie hoffte, dass ihre Mutter sein Vermögen erben wird? Sie heißen Lucy Krüger, geboren am 12. Juni 1989 in Barcelona. Sie wohnen jetzt in Berlin. Sie sind verlobt, Verkäuferin und seit dem 22.07.2011 in der Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Am Abend des 21.07.2011 bat die Angeklagte in der Galerie in München während einer Vernissage ihren Onkel Robert Krüger um finanzielle Unterstützung für ihre pflegebedürftige Mutter. Da er wie bereits am Tag zuvor ablehnte, kam es gegen 22.15 Uhr in der Teeküche zum Streit. Aus Wut über die Weigerung und dem Wissen, dass im Falle seines Todes ihre Mutter sein Vermögen erben würde, nahm die Angeklagte ein Messer und rammte es in die Brust ihres Onkels. Robert Krüger erlitt einen Stich in die linke Herzkammer und verstarb unmittelbar infolge eines hämorrhagischen Schocks. Die Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Frau Krüger, möchten Sie sich zu dem Anklagevorwurf äußern? Ja, natürlich. Ich bin unschuldig. Ich habe meinen Onkel Robert doch nur tot aufgefunden. Was kann ich denn tun, damit Sie mir glauben? Nichts. Aber es ist die Wahrheit. Ich bin seit Wochen in dieser Zelle eingesperrt, ja? Und niemand kann sich um meine Mutter kümmern, Herr Richter. Meine Mutter hatte vor 6 Monaten einen schweren Autounfall und sie hat dabei ihr Augenlicht verloren und ist seitdem an so einem dämlichen Rollstuhl gefesselt. Aber ich bin überzeugt davon, dass in dem Pflegeheim, in dem sie ja gerade untergebracht ist, dass sie da wirklich gut umsorgt ist. Aber dort kümmert sich doch niemand so liebevoll um sie, wie ich es tun würde. Und davon abgesehen weiß sie doch inzwischen, was passiert ist und macht sich bestimmt schreckliche Sorgen. Ich meine, ich sitze in U-Haft und außer ein paar Briefe, die sie nicht mehr alleine lesen kann, ja, da kann ich keinerlei Kontakt zu ihr aufbauen. Wir räumen ja auch gerne ein, dass meine Mandantin wirklich versucht hat, von ihrem Onkel Geld zu bekommen, damit sie ihre Mutter zu Hause pflegen kann, ja. Aber was ich total unlogisch finde, Herr Staatsanwalt. Auf der einen Seite soll die Angeklagte bereit sein, ihr junges Leben aufzugeben, um die Mutter zu pflegen. Auf der anderen Seite halten Sie sie für eine eiskalte Mörderin. Das passt doch nicht zusammen. Das passt sehr gut zusammen. Sie hat auf das beachtliche Vermögen des Toten spekuliert, Frau Verteidigerin. Aber ich könnte doch keiner Pflege was zuleide tun. Und außerdem war Robert Krüger mein Onkel. Den Sie erst 2 Tage vorher kennengelernt haben. Jetzt bringen wir uns bitte mal auf den Punkt. 2 Tage vorher, da gab es keine emotionale Bindung zwischen Ihnen, die Sie daran hätte hindern können, ihm das Messer in die Brust zu rammen. Ich möchte auf diese Erbschaft mal kurz eingehen. Die Sache liegt ja noch beim Nachlassgericht und ist nicht entschieden. Trotzdem kann man davon ausgehen, falls nicht doch noch ein Testament des Toten auftauchen sollte, dass Ihre Mutter als nächste Angehörige das gesamte Erbe bekommen würde des Toten. Da ja die Eltern Ihrer Mutter und Ihres Onkels Robert beide schon verstorben sind. Ja, aber das ganze Geld ist mir doch gar nicht wichtig. Und davon abgesehen, müsste ich im Gefängnis sitzen bleiben. Dann würden sich doch trotzdem weiterhin fremde Leute um meine Mutter kümmern. Gut, also jetzt ist ja noch nichts entschieden. Wir wollen es ja heute erst klären. Jetzt schildern Sie doch mal. Also, was ist aus Ihrer Sicht da passiert am Tatabend? Ja, da bin ich mit Dennis, das ist mein Verlobter, zu dieser Vernissage gegangen. Weil ich mit meinem Onkel Robert noch mal über alles reden wollte. Ich wusste bis dato nicht einmal, dass er ein berühmter Künstler ist. Und an dem gleichen Abend seine neuesten Werke in einer renommierten Galerie ausstellt. Mir war gar nicht klar, wie berühmt der Kerl eigentlich ist, ja? Als ich da reingekommen bin und die ganzen reichen Leute gesehen habe, wollte ich eigentlich gleich wieder aufgeben. Aber Dennis hat mir Mut zugesprochen. Was haben Sie dann an dem Abend mit Ihrem Onkel besprochen? Gar nichts. Er war doch ständig von diesen anderen Leuten umringt, ja? Und irgendwann ist er dann zur Hintertür rausgegangen, Richtung Toiletten. Und nach ein paar Minuten bin ich dann hinterher und ja, dann stand ich in diesem Flur, da war seitlich auch noch eine Tür. Die war nur angelehnt. Ich habe dann mehrmals geklopft und als sich keiner gemeldet hat, bin ich dann einfach rein. Und dann habe ich meinen Onkel Robert am Boden liegen sehen und in seiner Brust steckt da ein Messer. Ich habe nicht nachgedacht, wirklich nicht. Ich habe mich neben ihn gekniet, ich habe ihn geschüttelt und angefleht, dass er doch irgendetwas sagen soll. Haben Sie das Messer angefasst oder gar herausgezogen? Das weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich. Ich meine, ich stand so unter Schock, ja? Ich erinnere mich nur noch ganz verschwommen. Sie sind gar keine schlechte Schauspielerin, aber immer noch schlecht genug, dass ich Ihnen kein Wort glaube. Ihr Onkel hat gelebt, als Sie ihm in die Teeküche gefolgt sind. Sie haben ihn wieder angebettet um Geld. Er hat wieder gesagt, nein, es gibt kein Geld. Und da haben Sie ein Messer genommen, das da rumlag, haben wir auf ihn eingestochen. Sie wurden ja gesehen, Sie wurden überrascht von einem Gast, wie Sie da über der Leiche knieten. Und dann haben Sie versucht zu fliehen. Ich verstehe, dass dieser Kerl, der da plötzlich neben mir stand, alles falsch interpretiert hat, ja? Aber ich bin nur weggelaufen, weil ich so durcheinander war. Ja, ich halte die Reaktion meiner Mandantin in diesem Moment unter Schock auch für völlig nachvollziehbar, Herr Staatsanwalt. Auch wenn sie objektiv betrachtet natürlich falsch ist.
Aber nach meiner Meinung ist sowieso was ganz anderes passiert. Ja, dieser Herr, der Herr Bruno Wolf, der angeblich meine Mandantin bei dem Mord in flagranti erwischt hat, ist selbst der Mörder. Er hat Robert Krüger erstochen. Und nachdem meine Mandantin an die Tür der Teeküche geklopft hat, hat er sich versteckt. Und dann hat er beobachtet, wie sich meine Mandantin über die Leiche beugt. Und das hat er ausgenutzt, ist aus seinem Versteck hervorgetreten und hat den Spieß einfach umgedreht. Ja, so muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Hören Sie eigentlich selbst reden, Frau Verteidigerin? Natürlich höre ich mich selbst reden. Aha. Ich will es Ihnen auch gerne begründen. Herr Bruno Wolf ist ebenfalls ein Maler und war jahrelang mit dem Opfer Robert Krüger befreundet. Allerdings war er nicht so erfolgreich als Künstler. Im Gegensatz zu Herrn Krüger hat er nur einige wenige Bilder verkauft und konnte nicht mal seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Das war auch der Grund, warum er immer wieder finanzielle Zuwendungen von Herrn Krüger erhalten hat. Natürlich hat Herr Krüger ein bisschen Kohle locker gemacht, aber er hat es nicht versäumt, Herrn Wolf auch spüren zu lassen, dass er ihn für einen Versager hält. Und an jenem Abend der Vernissage waren eben Neid und Verbitterung bei Herrn Wolf so groß, dass er aus Rache zugestochen hat. Das denke ich auch. Frau Krüger, wäre es denn möglich, dass Sie mit Ihrem Onkel da nicht allein in der Teeküche waren? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich nur auf meinen Onkel geschaut und auf nichts weiter sonst geachtet. Bitte denken Sie nach. Das ist wirklich wichtig. Ist Ihnen gar nichts aufgefallen? Na ja, der Raum hatte noch eine zweite Tür und die stand offen. Ich glaube, sie führte auf den Hinterhof. Vielleicht ist der Mörder ja daraus geflohen und dann einfach zurückgekommen. Gerade haben Sie behauptet, der Mann stand auf einmal neben ihm. Wenn er wirklich von dieser Tür da, ja, zum Hof wieder reingekommen wäre, das wüssten Sie doch wohl heute noch. Die Angeklagte hatte anders als Bruno Wolf ein ganz klares Motiv gehabt. Sie hat auch anders als Bruno Wolf ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe hinterlassen. Im Vorfeld hatte sie finanzielle Zuwendungen erbettelt vom Opfer. Sie war sich auch nicht so fein, sich hinzustellen und zu sagen, sie habe Ansprüche auf ein Bild, ein Gemälde vom Opfer. Und dann wollte sie fliehen. Muss ich noch mehr sagen, Frau Verteidigerin? Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass es auch ein Video gibt. Ein Video von der Überwachungskamera der Galerie. Und darauf kann man sehr schön erkennen, auf einer Szene, dass Bruno Wolf allen Grund hatte, sich an Robert Krüger an dem Abend zu rächen. Und Sie wissen auch nicht, ob er Handschuhe getragen hat. Und meine Mandantin, will ich mal nebenbei darauf hinweisen, war auch nicht die Einzige, die dieses Messer in der Hand hatte. Ja, das ist doch klar. Ich meine, wir haben verschiedene Fingerabdrücke, das weiß ich doch. Welche sind es denn? Vom Opfer, diese beiden Damen vom Catering-Service und diese Galeristin. Von denen haben wir die Fingerabdrücke. Die waren alle in der Küche. Ja, die haben auch alle das Messer angefasst. Aber die hatten gute, harmlose Gründe, das Messer anzufassen. Das ist leider bei Ihrer Mandantin anders. Da gibt es keinen anderen Grund, als mit dem Messer eine Straftat zu begehen. Und was das Video anbelangt, wir haben es doch mehrfach gesichtet. Wir haben es doch mehrfach angeschaut, als nichts, was uns zu irgendeinem Ergebnis geführt hätte. Also, Herr Staatsanwalt, sämtliche Punkte, die Sie und auch die Verteidigerin hier angesprochen haben, die waren ja später noch Thema der Aussagen verschiedener Zeugen sein. Deswegen möchte ich mich nicht jetzt damit aufhalten, sondern dann später jeweils. Und jetzt am besten in die Beweisaufnahme eintreten. Habe ich. Ich meine, gibt es noch eine Chance, dass man mir am Ende doch glauben wird? Ja, aber natürlich, diese Chance bekommt hier jeder Angeklagte. Ja? Denn alles, was wir hier tun, das hat einzig und allein das Ziel, die Wahrheit herauszufinden und am Ende zu einer gerechten Entscheidung zu kommen. Ja? Und da können Sie sich darauf verlassen. Also, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann nehmen Sie bitte bei Verteidigerin Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein und wir hören uns mal die Lebensgefährtin des Getöteten an. Clara Hansen, bitte. Guten Tag, Frau Hansen. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, würden Sie sich strafbar machen. Ja, ich weiß. Sie heißen Clara Hansen, 28 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind ledig, zurzeit ohne Beschäftigung und nicht verwandt oder verschwägert mit Angeklagten. Das stimmt nicht ganz. Ich war verlobt mit Robert. Ihnen ist ja wohl klar, dass Sie mein gesamtes Leben zerstört haben. Nicht nur, dass Sie mir den Mann genommen haben, den ich über alles liebe. Nein, ich stehe jetzt da ohne jegliche Zukunftsperspektive. Dafür kann ich doch nicht. Wer denn sonst? Robert war jung und gesund. Warum sollte er ein Testament machen? Jetzt bin ich völlig unabgesichert. Ich habe meinen Onkel nicht ermordet. Und außerdem können Sie ja wohl auch arbeiten gehen, so wie das die anderen Leute auch tun. Robert war unglaublich faszinierend, aber er war auch sehr anspruchsvoll. Er hat von mir erwartet, dass ich unseren gemeinsamen Alltag regle und ihm den Rücken frei halte. Nur so konnte er sich ganz auf seine Malerei konzentrieren. Also das heißt, Sie haben den gemeinsamen Haushalt geführt und sind darüber hinaus keiner bezahlten Tätigkeit nachgegangen? Nein, ich hatte einen verdammt guten Job in einer Werbeagentur. Aber den habe ich aufgegeben vor 3 Jahren, als ich Robert kennengelernt habe. So, und jetzt lassen Sie uns mal zum Tatabend kommen, Frau Hansen. Aber Herr Richter, ich möchte, dass Sie meine Situation verstehen. Ich sehe nicht ein, dass ich nach der aufregenden Zeit, die ich mit Robert verbracht habe, jetzt wieder ganz normal arbeiten gehe und kaum Geld verdiene. Ich bin einen ganz anderen Lebensstandard gewohnt. Boah, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Und außerdem hätte ich das auch gar nicht gemusst. Robert wollte mich heiraten. Auf dieser Vernissage wollte er unsere Verlobung bekannt geben.
Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Ich bin an dem Abend zur Galerie gefahren und da standen dann Autos mit Blaulicht und Polizei und Notarzt. Aber keiner konnte Robert mehr helfen. Er ist gestorben, ohne dass ich mich verabschieden konnte. Also laut Obduktionsbericht ist Robert Krüger gegen 22.15 Uhr durch einen Stich in die linke Herzkammer verstorben. Er ist durch einen hämorrhagischen Schock direkt verstorben. Warum sind Sie selbst eigentlich erst so spät zur Vernissage erschienen? Ja, ich habe mich noch zu Hause hübsch gemacht. Der hat das so geliebt. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Presse da sein wird und Fotos von uns machen wird, wenn er mich als seine zukünftige Frau vorstellt. Ja, und ich habe mich zu Hause stundenlang zurechtgemacht und bin in einem Taxi gesessen, als er ermordet worden ist. Das haben wir überprüft, entspricht doch der Wahrheit. Der entsprechende Taxifahrer konnte das genauso bestätigen. Ich werde dafür kämpfen, dass mir das Vermögen von Robert zugesprochen wird. Davon können Sie sich definitiv einstellen. Da kann ich Ihnen wenig Hoffnung machen, Frau Zeugin. Sie haben nicht den geringsten Anspruch auf das. Das nehme ich aber nicht so hin. Zumindest das Haus. Vollkommen egal, ob Sie im Haus wohnen bleiben oder nicht. Ich meine, mir ging es nur darum, dass ich ein paar hundert Euro im Monat bekomme, damit ich meine Mutter weiterhin zu Hause pflegen kann. Also jetzt passen wir mal auf, eventuelle Ansprüche von wem auch immer, gegen wen auch immer, sind heute nicht Gegenstand dieser Hauptverhandlung hier. Herr Richter, das ist mir aber sehr wichtig. Ja, mag sein, aber für mich ist das Thema erledigt. Ja, ich finde auch. Wir haben noch genug andere Themen zu besprechen. Können wir das Thema wechseln, Frau Zeugin? Ich habe gehört, dass Robert Krüger auch einige Feinde hatte. Man hat immer Neider, wenn man so erfolgreich und berühmt ist wie Robert. Glauben Sie jetzt bloß nicht, dass ich zulasse, dass schlecht über Robert gesprochen wird. Im Übrigen hat er auch andere Kollegen unterstützt finanziell, denen es nicht so gut ging. Vermutlich meinen Sie hier Bruno Wolf, oder? Den ich im Übrigen für den wahren Täter halte. Bruno? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Der soll der Mörder sein? Das ist doch ein Weichei. Außerdem war ja Robert total dankbar. Man beißt doch nicht in die Hand, die einen füttert. Warum sind Sie eigentlich so von der Schuld meiner Mandantin überzeugt? Weil sie hinter dem Geld von Robert her war. Die ist doch einen Tag vor der Vernissage schon bei uns aufgetaucht und hat unverschämte Forderungen gestellt. Robert war ganz schön sauer, das kann ich Ihnen sagen. Das verwundert mich jetzt aber schon. Auf der einen Seite schildern Sie den Verstorbenen als einen guten Menschen, der auch hilfsbereit war. Und auf der anderen Seite soll er nicht gerne geholfen haben, wenn es um seine eigene Schwester geht? Verstehe also nicht. Das muss man schon Robert überlassen, wen er unterstützt und wen er nicht unterstützt. Und im Übrigen hätte die gute Lucy ganz einfach akzeptieren müssen, als er auf ihren Bettelbrief nicht reagiert hat. Was für ein Bettelbrief? Darf ich Ihnen das geben? Wieso sehe ich diesen Brief erst heute? Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass der überhaupt noch existiert. Vor ein paar Tagen habe ich seine Unterlagen sortiert von Robert und habe den Brief dort gefunden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie irritiert Robert war, als der Brief angekommen ist. Wann war denn das? Ungefähr 2 Wochen vorher, bevor die Lucy dann selber aufgetaucht ist. Und wieso haben Sie nie ein Wort über diesen Brief verloren? Ich habe es vergessen. Nehmen Sie mal wieder Platz, bitteschön. Also demzufolge hat die Angeklagte sich ohne das Wissen ihrer Mutter an Robert Krüger gewandt, soweit sie wusste, dass diese seine einzige lebende Verwandte und unverschuldet in Notlage geraten. Die Angeklagte, die kannte Robert Krüger nicht persönlich, wusste aber aus der Presse, dass er sehr erfolgreich ist. Franzi, sind Sie einverstanden, dass ich den erstmal hier als Beweismittel behalte? Ja, klar. Wir werden den sicher später noch ganz verlesen und so als Beweismittel letzten Endes hier in die Verhandlung einführen. Ist es richtig, dass Sie diesen Brief geschrieben haben? Ja, und daran finde ich auch gar nichts schlimm. Ich meine, meine Mutter hat nie viel über ihre Familie geredet. Sie hatte nur mal erwähnt, dass dieser berühmte Künstler, über den alle reden, ihr Bruder, also mein Onkel Robert ist. Und ja, nach ihrem schweren Unfall habe ich dann halt so lange nachgeforscht, bis ich herausgefunden habe, wo er lebt. Ich war mir noch ziemlich sicher, dass es ihn interessieren würde, wie es seiner Schwester geht. Die hat doch über 20 Jahre keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter gehabt. Er kannte euch doch gar nicht. Was wissen Sie über die Familiengeschichte der Krügers? Also zuerst wusste ich gar nicht, dass er überhaupt eine Schwester hat. Dann ist der Brief angekommen und dann hat er mir erzählt, dass seine Schwester Ute mit 17 Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Mit irgendeinem so dubiosen Typen, der sie dann auch noch geschwängert hat. Sie nennen meinen Vater dubios, sie kennen ihn doch überhaupt gar nicht. Ah, da hätten wir schon mal was gemeinsam. Auf alle Fälle hat er behauptet, dass die Schwester hätte sich auch nicht mehr gemeldet, die ganzen Jahre nicht, weder bei ihm noch bei den Eltern. Sie hätte auch tot sein können und letzten Endes sind die Eltern gestorben, ohne dass sie überhaupt wussten, wo ihre Tochter ist.
Also wenn ich es geschafft habe, meinen Onkel zu finden, ja, dann hätte er oder Mamas Eltern meine Mutter ja auch finden können, wenn sie das wirklich gewollt hätten. Ja, so ist es. Scheint aber keiner gewollt zu haben. Es bestand wohl kein Interesse an so einer Auffrischung. Somit bestand auch sicherlich von keiner Seite, also nicht von Seiten des Onkels Interesse, ihre Mutter irgendwie finanziell auszuhalten. Kein Interesse. Ich weiß echt nicht, was damals schiefgelaufen ist. Aber meine Mutter ist so ein wunderbarer Mensch, ja. Wir haben in Spanien gelebt, bis ich dann zur Schule musste. Und dann sind wir nach Berlin gezogen. Und dass wir Familie noch in Süddeutschland haben, davon war nie die Rede. Und Ihre Mutter ist nie wieder in eine Beziehung zu einem anderen Mann eingegangen? Nichts Ernstes jedenfalls. Sie hat sich immer allein um mich gekümmert und das ganz wunderbar. Und auch wenn nicht viel Geld da war, sie hat sich immer liebevoll um mich gekümmert. Deswegen verstehe ich einfach nicht, warum mein Onkel ihren Fehler, den sie mit 17 Mal gemacht hat, bis heute nicht verzeihen konnte. Er konnte ihr nicht verzeihen, was sie den Eltern angetan hat. Die haben gelitten wie Hunde. Verstehst du das nicht? Jetzt erzähl doch bitte mal vom Besuch der Angeklagten am Vortag. Also der Besuch an sich war ja schon eine Unverschämtheit. Ganz abgesehen von den Forderungen, die sie gestellt hat. Sie wollte doch tatsächlich monatliche Zahlungen von Robert. Und hat sie gesagt, wofür? Ja, sie hat irgendwie behauptet, ja, die Eltern von Robert wären ja schließlich auch die Eltern von ihrer Mutter. Und deswegen würde ihr zumindest die Hälfte von dem Erbe zustehen, die der Robert gekriegt hat. Dazu müssen Sie wissen, Herr Richter, dass die Schwester ja enterbt worden ist von den Eltern, nach dem, was sie denen angetan hat. Und dann hat sie irgendwie behauptet, ja, Robert hätte sowieso mehr als genug Geld und sie wird alles machen, dass er zu seiner Verantwortung steht. Noch Fragen an die Frau Hansen? Ich habe keine. Danke. Dankeschön, dann bleiben Sie unvereidigt. Bruno Wolf, bitte, Sie dürfen den Platz nehmen. Guten Tag, Herr Wolf. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie können aber auf Einzelfragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. 55 StPO. Sie heißen Bruno Wolf, 52 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind ledig, Maler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Und Sie wissen natürlich, dass es heute darum geht, dass der Angeklagten vorgeworfen wird, Ihren Onkel Robert Krüger getötet zu haben. Diese Vernissage am 21. Juli, wie haben Sie die erlebt? Na, ich habe diese Frau dort in der Teeküche erwischt. Sie kniete neben Robert und hatte noch ihre Hand am Messer, das in der Brust von Robert steckte. Aber ich habe ihn noch nur gefunden. Das sah aber für mich ganz anders aus. Herr Wolf, vielleicht erzählen Sie uns zunächst mal, warum Sie überhaupt auf dieser Vernissage waren. Waren Sie eingeladen? Ich brauche keine Einladung. Robert war mein Freund und da will ich schließlich seine neueste Ausstellung sehen. Warum fragen Sie? Ich möchte ganz gerne wissen, was Sie in der Teeküche gemacht haben. Eigentlich war ich auf der Toilette und da kommt man an der Küche vorbei. Mhm. Als ich auf die Toilette gegangen bin, habe ich laute Stimmen gehört. Robert hat heftig mit einer Frau gestritten. Und auf dem Rückweg war es mucksmäuschenstill. Da habe ich mir gedacht, ich schaue mal nach. Naja, und dann fand ich die Frau neben der Leiche. Bleiben wir mal bei dem Streit, den Sie gehört haben. Haben Sie den Inhalt des Streits oder irgendwelche Wortfetzen verstehen können? Leider nicht. Auf dem Weg zur Toilette oder von der Toilette zurück, ist Ihnen da noch irgendjemand begegnet? Nein. Hm? Würden Sie uns vielleicht, weil wir haben da so eine wunderbare 3D-Skizze, würden Sie vielleicht gerade mal den Fernseher runterfahren? Wenn Sie dann an dieser Skizze, ich zeige Ihnen die mal, wenn Sie anhand der mal die Örtlichkeit näher beschreiben würden. So, jetzt haben wir hier. Ich kann Ihnen das mal so hochfahren. Ja, also das hier ist der Ausstellungsraum. Mhm. Und hier ist die Tür, die in die Diele führt. Mhm. Und am Ende von der Diele, hier hinten, ist dann die Toilette. Und hier diese Tür, die hier seitlich führt, die geht in die Küche raus. Mhm. Drehe ich Ihnen jetzt gerade noch mal ein Stückchen. So, hier sieht man die Tür in die Teeküche und auch diesen Weg über die Diele. Hm? Genau. Von der Teeküche, da geht wiederum noch eine Tür in den Hinterhof. Ja, genau. Das ist diese Tür hier. Hier, genau. Gut, danke, dann dürfen Sie sich wieder setzen. Erinnern Sie sich noch, ob diese Tür zum Hof offen stand? Hm. Kann sein, dass sie nicht ganz geschlossen war. Aber so richtig weit stand sie auch nicht auf. Glaube ich zumindest. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Schließlich habe ich ja einen meiner besten Freunde tot vor mir liegen sehen. Ermordet. Wissen Sie, was ich seltsam finde, Herr Wolf? Dass Sie Herrn Robert hier so als guten Freund schildern.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es erhebliche Spannungen zwischen Ihnen beiden gegeben hat. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Ich glaube, dass es für Sie nicht leicht zu verkraften war, mit anzusehen, wie Ihr Freund Robert Krüger zum Star in der Kunstszene aufgestiegen ist und seine Bilder für horrende Preise verkauft hat, während Sie selbst hingegen nicht so erfolgreich waren und nur hin und wieder ein Bild verkauft haben. Ich habe es nicht nötig, so zu malen, wie die große Masse es wünscht. Ich bin mir immer selber treu geblieben und wäre nicht der erste Maler, der erst nach seinem Tode berühmt wird. Ach, laber doch nicht, Bruno. Sieh einfach ein. Robert war tausendmal talentierter als du. Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Wir müssen wirklich darüber diskutieren, welcher der beiden Herren der größere Künstler ist, mal ehrlich. Ich möchte aber bei dem Konkurrenzverhältnis zwischen Ihnen und Robert Krüger bleiben. Stimmt es eigentlich, dass Sie hin und wieder Geld von ihm angenommen haben? Was tut jetzt das zur Sache? Und über die paar Groschen, die mir der Robert gnädigerweise zugeschmissen hat, da brauchen wir wirklich keine großen Worte verlieren. Er hätte dich überhaupt nicht finanziell unterstützen müssen. Und paar Groschen, über die Jahre hinweg hat er dir 10.000 Euro mindestens gegeben. Das ist allerdings ein hübsches Sümmchen. Jetzt haben Sie doch gerade selber deutlich gemacht, dass es um Ihre Freundschaft doch nicht so gut bestellt war, wie Sie uns vorhin glauben machen wollten. Es interessiert mich ein Dreck, was diese Tussi über mich denkt. Und blöd anreden lasse ich mich auch nicht. Außerdem hat sie von Anfang an einen Keil zwischen Robert und mir treiben wollen. Also diese Clara, wenn es nach dieser Frau gegangen wäre, dann... Es tut aber jetzt auch nichts zur Sache, ob Sie Frau Clara Hansen mögen oder umgekehrt. Ich würde jetzt viel lieber noch mal auf das Überwachungsvideo zu sprechen kommen. Sie vergeuden unsere Zeit, Frau Verteidigerin. Das sehe ich nicht, Herr Staatsanwalt. Ich gebe Ihnen insofern recht, dass man die Bänder zwar gründlich überprüft hat und nicht viel Wertvolles gefunden hat, was aber einzig und allein daran liegt, dass eben die Kamera so ausgerichtet ist, dass man nur auf den Eingangsbereich und in den Ausstellungsbereich einen Einblick gewinnt und nicht in den tatrelevanten Bereich der Teeküche. Ich habe mir aber trotzdem die Mühe gemacht und das Band noch mal von vorne angeschaut. Und da bin ich auf eine Szene gestoßen, die sich am Nachmittag vor der Vernissage abspielt. Und ich meine, dass das doch von großer Relevanz ist und zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Und deswegen würde ich beantragen, dass wir das in Augenschein nehmen. Sie hatten das ja im Vorfeld bereits angeregt. Es geht um den Zeitraum ungefähr um 16 Uhr. Richtig. Wir haben das auch schon beraten. Deswegen ergeht folgender Beschluss. Die Aufzeichnung des Überwachungsvideos, Zeitpunkt 16 Uhr vom Tattag, wird abgespielt und damit in Augenschein genommen. Ja. Wir legen es direkt auf den großen Bildschirm, Frau Verteidigerin. Darf ich gerne mal für Sie kommentieren, Herr Staatsanwalt? Ja. Hier, 16 Uhr. Am Nachmittag der Vernissage. Ja, jetzt kommt Herr Bruno Wolf und bringt offensichtlich drei seiner eigenen Gemälde mit, wie man hier schön sehen kann. Ja. Das ist die Galeristin, Frau Waldberg. Was die beiden sprechen, weiß man nicht, aber man kann doch hier rückschließen, dass Bruno Wolf offensichtlich versucht, hier drei seiner eigenen Bilder mit bei der Vernissage seines Freundes Robert Krüger zu präsentieren. Jetzt kommt Herr Krüger selber. Das sehe ich ja, dass er sehen da Sie? Kommt. Ich sehe das ja alles. Er ist überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Es passt ihm weder das Auftreten seines Freundes, noch meint er, dass die Bilder da irgendwas verloren haben. Und die entscheidende Passage, die kommt jetzt. Passen Sie auf. Na gut, bin ich gespannt. Ja?